Hallo und herzlich willkommen zurück zu Creatures of Ava. Ja, ich hoffe, dass wir jetzt heute endlich mal ein bisschen weiterkommen, weil letztes Mal haben wir uns ja nur noch um die Kreaturen gekümmert, die hier in der Umgebung waren. Und ich sehe da hinten schon wieder den nächsten Rettungsroboter und habe ich spüre schlechte Vibrations, wenn es darum geht, dass wir weiterkommen. Ich muss mal eben schauen. Nee, ich drücke immer die falsche Taste, Mann. Wir sind jetzt gerade... Moment. Achso, doch, das ist ja die Richtung, wie ich stehe. Das heißt, wir müssen dem Weg dann noch ein bisschen weiter folgen. Dann kommen wir dahin. Ja gut, das ist dann dahinter dem Baum, nehme ich mal an, die Ecke. Jetzt müssen wir nur schauen. Sind hier irgendwelche Kreaturen... Da oben sind welche. Aber hier links, die sind, glaube ich... Oh, da hinten sind auch böse. Da hinten sind böse. Warum muss man da so nah dran stehen? Ich verstehe es nicht. Calm down. Calm down. So, ich habe es das erste Mal übrigens jetzt benutzt mit dem Überladen. Es tut mir leid, ich habe da nie dran gedacht. Oh, was ist mit dir? Was ist mit dir? Oh, mein Flöte ist links. Was war das? Nee, das war's nicht. Ich habe nicht geguckt. Oben, rechts, unten. Also. Es tut mir leid, es tut mir leid. Jedes Mal vergesse ich das. So. Wuppidiwupp. Zack. Dann kommen wir hier durch. Aber ist hier irgendwas Besonderes? Hier ist eigentlich nichts, oder? Ah, Moment. Ah. Ja, du bist jetzt ein bisschen schräg rein, aber ansonsten... Nein, nicht darunter springen. Nicht darunter springen. Okay, so. Wir brauchen jetzt die Flöte gerade nicht. Wir müssen erstmal eben nachschauen hier. Achso, da geht der Weg dann hier durch. Ja, toll. Mehr nicht. Was ist das denn hier? Rucksacktasche. Du hast Folgendes erhalten. Rucksacktasche. Sammle noch eine, um deine Rucksackgröße zu erhöhen. Cool. Aber nebenbei, wie groß ist denn mein Rucksack überhaupt? Inventar. Oh, ich habe tatsächlich alles voll. Das sind die... Die habe ich sogar schon in zwei Plätzen jetzt gesammelt hier, die einen Blumen. Kann man da... Ah ja. Rosarenblumenblütenblatt. Ich habe auch gehört, dass man irgendwie craften kann. Aber ich bin noch nicht so weit, dass ich irgendwas craften könnte. Das ist mein Problem. Kommst du mit? Gut, dann können wir nämlich in eine die anderen hier auch mitnehmen. Ach so, ihr kommt schon direkt mit. Okay. Ja. Moment, Ava-Ansicht. Ich muss mich mal kurz verbinden. Weil... Hier ist ja noch was. So. Und ich meine... Nein, ich wollte... Oh. Das ist schön, das ist süß, aber ich wollte doch die Sachen... Ach so, das ist voll. Oh, okay. Kommt mal alle mit hier. Da ist noch ein Erdhügel. So, wahrscheinlich ist da das Gleiche drin. Hallo? Kann irgendwie nicht durch seinen Kumpel durch, habe ich so das Gefühl. Okay, wo war denn das Ding? Ach, da unten ist das, wo ich den hinführen muss. Okay. Ausdauergetränk. Das kann ich mitnehmen. Ihr seid hoffentlich nicht böse. Also böse seid ihr nicht, aber... Ihr habt halt so Ausrufezeichen drin, deswegen... Also, bin ich richtig dran.
Ich habe einen Fähigkeitspunkt bekommen. Ich habe nur keine Ahnung, warum. Da hinten, die sind böse. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, ich wollte mich bewegen. Der andere kommt auch, ne? Ach, jetzt habe ich den weggemacht. Oh, ist das euer Ernst? Ja, super. Ganz toll. Das sind, glaube ich, die. Ja, ja, genau. Das sind die, die ich im Einsammeln bin. Aber wenn ich natürlich irgendwann voll bin, ist das auch schlecht. So, ich schätze, hier kriege ich einen neuen Durchgang. Schauen wir da doch erstmal. Hier ist wieder was zum Sammeln. Ach, Moment. Bin ich da wieder zu Hause? Ach. Ja, cool. Habe ich mir einen Durchgang zur Abkürzung. Aber das ist krass. Dann bin ich ja quasi einmal im Kreis gelaufen. Was mir gar nicht aufgefallen ist, nebenbei bemerkt. Okay. Ja, cool. Da oben kann ich auch noch was freimachen. Hier unten... Oh, Moment, da ist noch... So eins. Von denen haben wir nämlich, glaube ich, noch nicht so viele. Das wäre da so ein Räucher... Ah, Moment, da hinten ist noch einer. Ich wollte übrigens was ausprobieren, weil... Aber das ist mir leider erst später aufgefallen. Wir haben ja... War das eine Dart... Ach, ich drücke immer die falschen Sachen. Wir haben ja hier die Charaktere. Und die haben wir alle nur durchsichtig. Ich wollte mal ausprobieren, die zu fotografieren. Ob die dann eventuell in meiner Karte hier auftauchen. Oh, Hallöchen. So, Moment. So. Das war RB. Identifiziert. Charaktere. Ja! Ah, da müssen wir das auch im Dorf nochmal machen. Da müssen wir die auch nochmal fotografieren. Ja, cool. Cool, cool, cool. Dann gehe ich da am besten jetzt mal ganz kurz hin und dann gehen wir danach direkt wieder nach hier. Ja, nee, das war... Nein! Mann! Das ist aber auch blöd, wenn das Schleichen auf dem... Also Controller auf dem Stick, wenn man den drückt ist. Weil dann kommt man immer wieder da dran, obwohl man es gar nicht will. Muss ich hier mal eben schauen. Das war jetzt aber die falsche Seite hier, ne? Du bist jetzt aber nur so normaler, ne? Du hast gar keinen Namen. Aber wir können ja... Oh, jetzt habe ich dich gar nicht gespeichert, oder? So, jetzt habe ich dich gespeichert. Das sind alles nur die normalen, die keinen Namen haben. Da oben ist eine Brücke. Ich meine, vielen sind wir ja noch nicht begegnet. Da war einmal der Boss. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, war der jetzt hier? Ja, ne? Nee, das ist nicht der Boss. Nehmen wir aber auch gerne. Identifiziert, sehr schön. Weil die anderen, die haben keinen Namen da drauf stehen. Tabitha. Das ist sie unten. War Fenty jetzt der Boss? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Da hinten ist auch noch einer. Warum hat sie eigentlich überall Staubsaugerroboter hier stehen? Okay, speichern. Ich glaube, sie muss ich nicht identifizieren, weil sie gar nicht hier zu den Einheimischen gehört. Die spielen... Was spielen die denn hier für ein Spiel? Aha. Kann mir einer erklären, wie das gespielt wird? Okay, die Dinger bewegen sich anscheinend nicht. Gut. Aber dich können wir auf jeden Fall auch noch eben fotografieren. Moment. So, dann haben wir dich auch schon mal verifiziert sozusagen. Tabithas Kontrollzentrum. Ich bin gerade am überlegen, wo ich jetzt eigentlich wieder rum muss. Hilfe. Da hinten ist die... Ja, genau. Damit ich jetzt nicht zu weit hier weg bin.
So, und wir natürlich auch weitermachen. Es waren jetzt nur die drei, die mir jetzt spontan einfielen. Wobei, ich glaube, da war noch einer. Aber den habe ich jetzt vergessen. Hatte ich mich hier jetzt überall umgeguckt? Ja, hier hatte ich mich, glaube ich, umgeguckt. Ich kann halt nicht alles nehmen. So, mit dir möchte ich gerne sprechen. Entschuldigung, ist das hier... Ah, das ist er. Wer? Der Gang, an dem wir uns erinnern. Kennen wir uns? Dieser menschliche Trott, dieser menschliche Trab. Immer zielstrebig, immer unterwegs. Schon gut, ich hab's verstanden. Schaut euch die dumme Menschenfrau an, wie sie durch die Gegend hetzt. Was für eine Wichtigtuerin. Sie soll innehalten und entspannen. Sie sollte wie wir Namen sein, ruhig und friedlich. Wer hat dir denn den Mist erzählt? Menschen bei der Arbeit zuzusehen, ist wie junge Namen zu beobachten. Wir spüren unsere Lebenskraft, unsere Bestimmung, unser Leben. Dein Gang trägt das Hier und Heute in sich. Wir lieben es. Oh! Komm, mach uns alten Kräutersammler eine Freude. Bastle eine Kleinigkeit mit uns. Es spielt keine Rolle, was. Wir wollen den Menschen einfach bei der Arbeit zusehen. Du kannst Verbrauchsobjekte am Lagerfeuer herstellen. Gerade noch von gesprochen. Ja, cool. Das meint ihr also mit Basteln. Okay, Moment. Wo ist das Lagerfeuer? War das das, wo ich eben dran vorbeigelaufen bin? Oder meinte die jetzt das hier? Weil das ist ein Lagerfeuer. Aber gezeigt hat sie uns die hier vorne. Ja, das, wo ich vorbeigelaufen bin. Gezeigt hat sie uns nämlich dieses komische Räucherwerk da. Okay, Heilgebräue, Stärkungstränke, verhindert 20 Zoll? Oder was ist das mit den zwei? Lang das Verringern der Ausdauer. Was braucht man denn dafür? Untersuchung? Erhöht einen lang die maximale Gesundheit und lässt sie mit der Zeit langsam regenerieren. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Heilung habe ich ja eigentlich noch, ne? Machen wir mal untersuchen. Nicht genug Zutaten. Hä? Und ich habe jetzt keins bekommen, oder wie? Ich muss das erst untersuchen immer. Einmal untersuchen und dann herstellen, ja? Okay, das ist auf jeden Fall aufgefüllt worden. Ach, das sind diese einen. Ja, ja, ich weiß, was das ist. Okay. Okay, ich glaube, jetzt habe ich alle Plätze voll und kann nichts mehr einsammeln, oder? Das war vielleicht nicht ganz so intelligent. Nun gut. Ach, der nervt mich hier mit dem... Es ist zwar irgendwie auch ganz süß, aber es nervt auch mit der Zeit ein bisschen. Gut, nehmen wir das noch. Und das da hinten, das wird... Da ist einer drauf, einer... Ne, zwei im Boden. Oh je, das wird noch was werden hier. Hinten ist jetzt aber keiner, ne? Das ist gelb, das heißt, das können wir immer noch nicht machen. Ne, können wir immer noch nicht machen. Ich dachte, vielleicht können wir das mit einem Booster irgendwie machen, aber ich schätze, wir müssen das tatsächlich verbessern. Ja, dann heilen wir nach oben, ne? Falls da irgendwie was schief gehen sollte. Alter. Hey, I'm doing this for you. Wo ist der andere? Ach, den habe ich schon erwischt eben. Ah, okay. Die kommen alle direkt. Okay, perfekt.
So, Moment. Dann brauche ich dich aber noch für das Ding hier vorne, was ich noch ausbuddeln kann. Da war doch noch was da hinten. Ah, da, genau. Sonst war hier aber, glaube ich, nichts, ne, wenn ich das richtig sehe. So, mal schauen. Einmal. Und dann müsste ich euch rein theoretisch wegschicken können. Ist immer so ein bisschen blöd, wenn man das nicht ganz im Kopf hat, was hier alles ist. Aber ich glaube, man kann die dann wegschicken. Kommt ihr mal ein bisschen näher hier? Ja, du auch? So ist brav. So, sehr schön. Oh, jetzt haut er ab. Der ist einfach abgehauen. Hallo? Na gut. Nehmen wir uns doch mal das Heilbroll. Also, achso, muss ich mit ihr nochmal reden, weil wir haben ja jetzt was hergestellt. Hier, ich habe was gebastelt. Wir brauchen es nicht. Uns interessiert nur der Prozess. Behalte es. Hier, der Willkommenszweig für Hondos. Kleine Aufgabe. Ihr Name überrascht mich immer wieder. Manche Namen schwelgen in der Vergangenheit, andere sorgen sich um die Zukunft. Aber wir lieben die Schnelligkeit des Hier und Jetzt. Also los, beeil dich, Mensch. Wir wünschen dir nichts als Glück. Willst du noch mehr menschliche Handlungen erleben? Wie wär's mit einer kleinen Evakuierung? Ach, habe ich doch gerade gemacht. Das machen wir lieber nicht mit. Mhm. Genauso widerstreben wie die anderen. Vielleicht. Mhm. Ihr Menschen werdet von einer Mutter geboren, stimmt's? Huh. Ja. Würdest du deine Mutter gegen eine andere tauschen? Hm. Stille weckt Gedanken. Im richtigen Licht betrachtet ist dies auch eine Handlung. Ich habe da mal eine Frage. Wie werden Namen geboren? Oh, entzückend. Sie haben schon gehört, dass es dem Menschen an Taktgefühl mangelt. Aber das ist wirklich lustig. Wieso? Mir ist es ernst. Ich wüsste es nur zu gern. Du bist wirklich drollig. Aber bitte, bringe uns altes Namen nicht länger in Verlegenheit. Ob wir jemals eine Antwort auf diese Frage bekommen, ich bin mir nicht so sicher. Na gut, da hinten können wir jetzt erstmal noch nicht rum. Hier ist auch soweit alles zu. Das haben wir ausgebuddelt. Das nehmen wir noch mit, weil die kriegen wir nicht überall. Da kamen wir wieder zurück. Stimmt, hier oben. Oh nein, ich habe hier oben noch nicht geguckt, oder? Hätte ich hier noch... Ah nee, Moment, das war... Doch, das war das eine. Ah, sehr gut. Ach, das war voll, ja. Das heißt, ich bin hier quasi runtergekommen. Das ist gut. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass ich jetzt wieder am Eingang zurück bin und wir irgendwo mal falsch abgebogen sind. Was wiederum nicht gut ist. Schauen wir mal. Moment. Da sind wir den Weg rumgegangen, glaube ich, ne? Hier sind noch so viele Tiere. Ich weiß, ich weiß. Hier müsste ich eigentlich auch die einen, ich sage mal die Erdferkel dazu. Hier müsste ich eigentlich auch hier holen. Ich probiere mal eben was aus. Oh. Okay, also man bekommt Fallschaden im Spiel. Was war das? Okay, wo hat die jetzt gespeichert? Bevor ich mit der... Die Tiere hinten sind auf jeden Fall weg.
Wobei da noch was hängt, sehe ich gerade. Das habe ich noch nicht genommen. Also anscheinend speichert der zwischendurch auch ab. Das ist schon mal gut. Ich habe nämlich ehrlich gesagt nicht darüber nachgedacht, dass ich dann ja, ne? Vor Jahren brachen ein paar Menschen zum Maruba-Sumpf auf. Okay, also ich hoffe, die hat jetzt gespeichert, nachdem ich hier alles gemacht habe. Ich wollte einfach mal... Aber ich habe anscheinend eine Errungenschaft auch bekommen. Ich habe zumindest dieses Ding-Ding davon gehört. Nee, Moment, bin ich jetzt... Ich bin nicht hier rumgekommen, aber hier rum ist es ein bisschen schneller, wieder zurückzugehen, ne? So, da hinten ist nämlich genau... Okay, das war jetzt einfach so die perfekte Stelle irgendwie, wo ich das jetzt mal ausprobieren konnte. Ich wollte eigentlich noch gesagt haben... Moment, habe ich den schon oder habe ich den noch nicht? Das sieht mir so aus, als ob ich den noch nicht habe hier. Oder regenerieren die sich auch... Nee, bereits abgeschlossen. Wie sieht der denn aus, wenn er nicht abgeschlossen ist? Hat er dann eine andere Farbe? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr. Da hinten waren wir auf jeden Fall schon. Ja, wo ich da runtergestürzt bin, ich hätte es vielleicht vorher sagen sollen, bevor ich mich runter hab stürzen lassen. Ich wollte eigentlich mal testen, ob es tatsächlich jetzt Fallschaden gibt oder ob es keinen Fallschaden gibt. So, nur um das jetzt nochmal abzuklären hier. Und ja, es gibt ganz offensichtlich Fallschaden. Aber immerhin haben wir das jetzt mal geklärt. So, Moment. Sind wir hier? Also erstmal habe ich jetzt hier gerade doch noch ein Hörspiel. Genau, ich habe ein Hörspiel gehört. Ein Windspiel gehört. So. Gotcha. Ich wollte gerade sagen, höre ich jetzt noch eins? So, dann die andere Sache. Hier hinten habe ich noch eine Möglichkeit, per Tier was zu machen. Und irgendwas höre ich hier auch. Ah, da hinten sind noch die... Ah. Da sind auch welche. Ja, genau, die brauche ich auch dafür. Ich hoffe, dass ihr lieb seid. Okay. Streichelt habe ich euch ja schon, ne? Das machen wir nochmal. Gibt es ja, glaube ich, keine Unterschiede von diesen, ich sag mal, Papageien. Na, Papageien sind es nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. So. Dann. Schneid aber das Richtige. Wie kann ich denn jetzt runter? Nee. RT. Ach, rechts nach unten bewegen. Ah, okay. Was ziemlich lange dauert gerade. Boah, na endlich. Hallo, ich höre hier irgendwo... Das sind wahrscheinlich die von oben. Die Pferde in Anführungszeichen von oben. Du darfst gerne mitkommen hier. Komm wieder mit. Die Frage ist nur, wo habe ich hier noch so einen Roboter? Kommt mal eben mit auf die andere Seite. Da muss ich euch jetzt nicht von der Mitte ausholen. Ich muss euch jetzt leider mal eben hier stehen lassen. So, was haben wir hier? Ja, gerade noch nachgefragt, ne? Sehr cool. Nein, das war die falsche Seite. So, ihr könnt mitkommen. Ihr sollt auch mitkommen. Dankeschön. Okay. Wir haben auf der Seite jetzt auch noch welche. Was ist denn das da hinten? Was mit einem Generator? Höre ich hier was im Wasser? Oder höre ich die beiden bis da hinten? Ups, Entschuldigung. Ja, ich habe euch abgebrochen. Entschuldigung.
Kann ich euch auch noch hier irgendwie mit reinholen? Calm down. Calm down. Alter! Warum? Ey, ich hab's jetzt nicht gesehen. Wieso hat der eine mich hier angegriffen? Sauerei. Ach, da muss ich hin. Ja, ich habe endlich mein Ziel gefunden. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht, dass ich noch ein Ziel habe und dass ich nur deswegen hier bin. Es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, man läuft hier in der Gegend herum, man findet wieder was Neues und das möchte man dann auch abschließen und irgendwie verliert man dabei sein Ziel komplett aus dem Auge. Ja, komm mit rüber. Ja, Moment, ich schicke euch schon mal weg. Ach so. Die werden auch weggeschickt, wenn sie nicht hier im Kreis sind. Okay. Ja gut, kein Thema. Ich habe da hinten aber eben noch einen Papagei gesehen. Moment. Da. Der ist nämlich nicht mitgekommen. Und ich glaube, hinter mir jetzt ist auch noch irgendwo einer, oder? So, was ist denn da hinten? Da ist nichts, oder? Die sind hier nur Glühwürmchenartig am... Ach so, hätte ich auch hier drauf gekommen. Ach so, sag mir das doch einer. Hab ich gar nicht mitbekommen. Hey, what's up? So, das waren schon alle für hier. Oder wie? Hä? Stand da nicht gerade, ich sollte 7 retten? Ich bin ein bisschen verwirrt jetzt. Aber gut. Wir schauen uns hier nochmal eben ein bisschen in der Gegend um. Auch mit. Ich höre schon wieder Pferde. Also, ich sag Pferde dazu. Ihr wisst, welche ich meine. Es kann aber natürlich sein, dass die hier aus... Ach, hier oben ist auch schon wieder was zum Einsammeln. Moment. Das ist gelb. Da ist noch... Moment, da ist eine Kiste. Da kann man von oben oder von unten was aktivieren. Hier muss man drüber springen. Oh mein Gott. Es ist wieder so viel Neues hier. Das kann ich immer noch nicht machen. Ich möchte endlich hier diese gelben Blüten hier, also diese Blumendinger machen. So, Heilgebräu. Aber von hier unten kann ich die Seilbahn da nicht machen. Ach, da oben ist noch einer. Komme ich denn da hoch? Über die Brücke, die kaputt ist. Ist aber nicht schlimm. So, einmal hier. Und hier auf der Seite höre ich, glaube ich, oben auch irgendwas. Aber unten war noch was im Wasser. Nee, den habe ich, glaube ich, jetzt gerade gehört. Ne? Ach, du bist ja gar nicht... Ach, ja, okay. Da hinten sind wieder welche. Oh mein Gott, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ach. Egal, was ich mache, ich finde immer wieder irgendeine neue Ecke, wo ich wieder irgendetwas machen kann und möchte und... Ach, aber wir müssen auch endlich mal die Quest weitermachen. Ich würde sagen, dass ich jetzt... mich erstmal wieder aufmache zur Quest. Wir haben das jetzt hier freigelegt. Das heißt, wir wissen, dass wir hier in der Umgebung auch noch was machen müssen. Eieieiei. Wir müssen ja sowieso die ganze Karte aufdecken. Also das ist auf jeden Fall meine Ambition, dass wir das hier alles soweit machen werden. Das sieht ja irgendwie lustig aus. Wie das im Wind... Oh, warte mal, ich habe hier doch gerade noch irgendwas gehört, oder? So, wahrscheinlich obendrauf. Weil hier unten sehe ich jetzt nichts. Gut, die brauche ich auf jeden Fall. Ich schaue nochmal eben hier oben, weil das haben wir auch noch nicht freigelegt. Ich weiß, ich wollte eigentlich komplett woanders hin. Hallo?
Rimi, kenne ich dich? Ach nee, Rimi, ja klar. Rimiri übrigens, nicht Rimi, aber egal. Gut, der scheint mich aber auch irgendwie durchlassen zu können. Und da können wir oben... Was will ich denn hier die ganze Zeit piepen? Da können wir auch nochmal eben hochklettern. Antares Einsiedelei. Oh, was mit dir? Den haben wir auch freigeschaltet. Sehr schön. Ach, da kann man nur... Ah ja, okay. Dann geht das nicht. Na gut. Guck mal, hier jetzt noch mal kurz in der Ecke nach. Da sind auch noch welche. Okay. Ja, ich gehe jetzt aber auf jeden Fall erstmal zurück zu dem Punkt, wo wir hin müssen. Komme ich jetzt hier auch dahin? Ja, ne? Mhm. Ja, das ist die eine Brücke, genau. Weil wir müssen dann hier quasi durch die Mitte durch. Geschwisterbaum. Ach, Hallöchen. Nehme ich dich doch mal direkt auf. Wenn ich die richtige Taste drücken würde, heißt das. So. Was haben wir hiermit? Das wieder zum Herstellen. Da wollte ich gar nicht reingehen. Dann sprich mit mir. Guten Tag. Nimm den Willkommenszweig und geh. Oh, okay. So weit ist es schon gekommen. Ha! Geht es dir gut? Du siehst aus, als wärst du verärgert. Schau dir diese Ruinen an, Mensch. Die Fehler der Vergangenheit verschmutzen unser Land. Und jetzt sollen wir auch noch... lass uns in Ruhe. Wenn dich was stört, sag es ruhig. Das hilft. Wie du willst. Ihr Menschen seid egoistisch und euch fehlt jede Weitsicht, genau wie den der Bauern dieser Ruine. Und trotzdem vertraut dir Honlu die Zweige an. Honlu sieht die Ruinen der Vergangenheit nicht. Oder den Ruinen, den du auf unseren Rücken trägst. Den Nafita? Honlu sieht es nicht, will es nicht sehen, aber wir sehen es. Es ist ohnehin ein sinnloses Unterfangen und du wirst nie durch die Tore kommen. Nimm den Zweig und geh. Kann ich denn gar nichts für dich tun? Du hast nichts, was wir wollen. Lass uns in Ruhe. Was meinst du damit, dass ich nicht durch die Tore komme? Das siehst du dann. Verschwinde jetzt. Okay, das sind wahrscheinlich die Tore, wo ich jetzt gerade gewesen bin, oder? Weil wir müssen jetzt wieder nach da hinten gehen. Schalte den Generator ein. Ach, das ist so ein Portal, ne? Ach, ja, 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 ja. Genau. Wird vom anderen Ende aus aktiviert. Ja, natürlich wird es vom anderen Ende aus aktiviert. Ich bin ja jetzt auch gerade hier unten. Moment, dann schauen wir nochmal kurz hier in der Ecke. Was haben wir denn hier? So. Kommen wir da durch? Sieht so aus, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott, da ist schon wieder... Da ist wieder noch mehr, was wir machen können. Ach, Leute. Hier ist auch wieder was, der weinende Fels. Ich muss aber jetzt so langsam, aber sicher mal die Folge beenden. Wir haben jetzt schon wieder mehr als eine halbe Stunde und ich entdecke hier so viel, was ich eigentlich alles machen möchte. Ich glaube, hier, das kann man dann freischalten, vermute ich mal, damit man hier schneller durch kann. Da weiß ich jetzt nicht genau, ob man da hoch kann. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nee, ich würde sagen, dass wir dann hier, so als Erinnerung für mich, dass ich noch woanders hin muss, dass wir dann hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann in der nächsten Folge, ich denke mal, zu dem Tor rübergehen werden,
wo uns, so wie es aussieht, die Quest jetzt hinführt und wo wir jetzt eben allerdings schon gewesen sind. Ja, es gibt so viel zu entdecken. Also die Karte ist auch so wahnsinnig groß, habe ich so das Gefühl. Und ich bin, so wie ich das verstanden habe, gerade mal in einem Teil von dem Land. Also in einem Zentrum sozusagen. Und wir können ja noch in vier Himmelsrichtungen weiter nach außen. Oh, das ist Wahnsinn. Ich glaube, das Spiel wird noch sehr, sehr, sehr lange dauern. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es bis hierhin fandet oder was euch gerade so einfällt. Ich kann auch gar nicht mehr reden. Ich bin ja sowas von fasziniert von dem Spiel. Also wie ihr das Spiel findet, wollte ich jetzt eigentlich sagen. Und unterstützt mich auch gerne, indem ihr mir einen Daumen nach oben gebt, wenn euch das Video gefallen hat. Und ihr könnt natürlich auch gerne ein Abo dalassen. Das hilft meinem Kanal natürlich auch sehr. Genauso wie wenn ihr einen Kommentar hinterlasst. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Und wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.